Turnen, Schwebebalken und Reckübungen sind sicherlich für jedermann ein Begriff aus dem Schulsport. Der Turn- und Sportverein Neukölln 1865 bietet wöchentlich Mädchen im Alter von 7 bis 9 Jahren die Möglichkeit, sich in einer der vielfältigsten Sportarten überhaupt, dem Geräteturnen, zu betätigen. Die Trainingsstunde beginnt für die Kleinen mit mehreren Einlaufrunden und dem Aufwärmen, bei dem alle Gelenke und Muskeln locker gemacht werden. Krebsgang, Vierfüßlergang, Spagat, Dehnungen für jedes Körperteil sind dabei. Ziel ist es, die Kinder früh an das Turnen heranzuführen, wobei natürlich der Spaß und die Freude an der Bewegung im Vordergrund stehen sollte. Viele von ihnen turnen bereits seit mehreren Jahren beim TuS Neukölln. Ungefähr 2 Jahre. Ungefähr 6,5 Jahre. 3 oder 4 Jahre. Bevor es für die Turnerinnen an das Gerät geht, reiben sie sich die Hände mit Magnesia ein, um einen besseren Halt zu haben. Sie zeigen dann ihre spektakulären Schwung- und Flugelemente. Danach präsentieren die Kleinen akrobatische und gymnastische Übungen, insbesondere natürlich auch den Purzelbaum. Diese Übungen sind eine Grundvoraussetzung für die Ausbildung auf dem Schwebebalken. Gymnastische Drehungen, Stand- und Kniewagen und der Schersprung gehören zum Repertoire moderner Schwebebalkenübungen. Um die Kühe auf dem Schwebebalken mit einem eleganten Sprung zum Abschluss zu bringen, wird bei den Abgängen extra Schwung genommen. Das fehlerfreie und saubere Turnen steht vor allem in dieser Sportart, welche seit Jahrzehnten eine olympische Disziplin ist, im Fokus. Es wird von den Turnerinnen viel Selbstbeherrschung und Ehrgeiz verlangt. Geräteturnen eröffnet für die Kleinen Möglichkeiten, Mut zu fassen und neue Herausforderungen anzunehmen. Zum Beispiel machen sie auf dem Schwebebalken eine Radwende. Aber auch mit der Bewegung zu spielen, sich über Bewegung auszudrücken und Bewegungsideen zu gestalten. Durch vielfältige Bewegungsaufgaben zeigen die Mädchen an den Geräten ein hohes Maß an konditionellen Fähigkeiten, die die allgemeine Lernfähigkeit fördern. Neben dem Training bereiten sich die Kleinen auch auf den Mannschaftswettkampf vor. Dieser findet im November in der Hauptstadt statt. Große Vorfreude ist zu spüren. Ziele haben sich die Nachwuchsturnerinnen und ihre Trainerin natürlich schon gesetzt. Dort haben wir natürlich das Ziel, dass sie unabhängig voneinander, wie die Leistung ist, die Übungen durchturnen, unabhängig wie gut sie sind, erstmal nur durchturnen und hoffen, dass dann ein guter Platz dabei rauskommt. Wer jetzt auch Lust bekommen hat, am Reck zu turnen und über den Schwebebalken zu balancieren, ist beim Turn- und Sportverein Neukölln 1865 herzlich willkommen.